Verehrte Zuschauer, hier noch einmal Meldungen der Heute-Redaktion. Der amerikanische Senat hat Präsident Reagan aufgefordert, auf den Besuch des deutschen Soldatenfriedhofs in Bitburg zu verzichten. 79 der 100 Senatoren stimmten einer entsprechenden Resolution zu. Darin heißt es außerdem, der Präsident solle die Bedeutung des Verhältnisses zwischen den USA und der Bundesrepublik anerkennen, indem er ein geeignetes Symbol der Demokratie besuche. Die USA haben den stellvertretenden Militärattaché der sowjetischen Botschaft in Washington als Antwort auf das Verhalten Moskaus im Fall des US-Majors Nicholson ausgewiesen. Das US-Außenministerium verlangte außerdem, Moskau solle sich für die Erschießung Nicholson entschuldigen und seiner Familie eine angemessene Entschädigung zahlen. Nicholson war im März im Bereich eines sowjetischen Militärgeländes in der DDR von einem sowjetischen Wachposten erschossen worden. Die Parteichefs der 7 Mitgliedsländer des Warschauer Pakts haben das Bündnis um 20 Jahre verlängert. Zum Abschluss des Gipfeltreffens in Warschau sprach sich der sowjetische Parteichef Gorbatschow für die Vernichtung bestehender Antisatellitensysteme und das Einfrieren des Atomwaffenbestandes in Ost und West aus. Wenn die USA jedoch weiter ein Raketensystem im Weltraum vorbereiteten, werde der Warschauer Pakt als Gegenmaßnahme seine Atomwaffen weiter ausbauen, sagte Gorbatschow. Die Lage in Südlibanon hat sich verschärft. Palästinensische und muslimische Kämpfer haben mehrere Christendörfer östlich von Sidon eingenommen und geplündert. Die Christenmiliz hatte sich zuvor in einem einseitigen Schritt aus diesen Dörfern zurückgezogen, um zum Frieden in der Region beizutragen. Rund 60.000 Christen sollen auf der Flucht sein. Die Renten werden zum 1. Juli um real 1,41% erhöht. Das beschloss der Bundestag ohne Gegenstimmen. Die Grünen enthielten sich. Der Bundesrat hat gegen die Stimmen der SPD-regierten Länder das Beschäftigungsförderungsgesetz gebilligt. Danach können vom 1. Mai dieses Jahres bis zum 1. Januar 1990 bei der Einstellung neuer Mitarbeiter befristete Arbeitsverträge bis zur Dauer von 18 Monaten abgeschlossen werden. Teilzeitarbeit soll besser geschützt und die Teilung von Arbeitsplätzen erleichtert werden. Zwei Meldungen vom Sport. Eishockey. Bei der Weltmeisterschaft in Prag gewann das bundesdeutsche Team gegen das der DDR mit 6:0 und erhöhte damit seine Chancen für den Verbleib in der A-Gruppe. Im zweiten Spiel des Tages schlug Finnland die USA mit 8:3. Boxen. René Weller bleibt Europameister im Leichtgewicht. Der Profi aus Pforzheim verteidigte seinen Titel in Frankfurt durch einen K.O.-Sieg in der 11. Runde über den Franzosen Geoffroy. Die Wetteraussichten. Heute Nacht kalt. Am Tage im Norden und in der Mitte zeitweise Schnee oder Regen. Vielfach auch Schauer bei Temperaturen zwischen 5 und 9 Grad. Im Süden freundlich und wärmer. Soweit, verehrte Zuschauer, die Meldungen der Heute-Redaktion. Zum Programmschluss die Nationalhymne.